Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood. Wo wir in der letzten Folge zwei Borscher-Türme gemacht haben. Diese Meer von Rache könnten. Vergebt mir, nobler Herr, ich wollte euch nur gefallen. Du gefällst mir aber nicht, Kollege. Gott. Ja, auf jeden Fall, wo wir im letzten Part zwei Borscher-Türme befreit haben, oder was heißt befreit, zerstört und den Einfluss der Borgias quasi entfernt haben. So, irgendwo war hier eine Dings in der Nähe, eine Bank. Ich würde die Bank gerne, ach ja, da. Obwohl, ich sehe gerade, dass da noch jemand in Gefahr ist. Da sieht der Kaptor. Und wieder eine Frau. Die Befreiung Roms hat begonnen. Euer Kampf ist mein Kampf. Bitte, lasst mich euch folgen. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, dass in meiner Assassinen-Gilde doch ein paar mehr Frauen sind als Männer. Was nicht schlechtes ist. Nur mal so angemerkt. Naja. So. Eine neue Bank. 7 von 10 haben wir. Du hast bestimmt ein bisschen Geld auf der Tasche, wa? Ja, jawohl. Bei dem können wir auch den Doktor hier noch aufkaufen. Und dann renovieren wir nach und nach, Stück für Stück, weiterhin Rom. Ich meine, hey, ich krieg alle 20 Minuten 8000. Lass doch mal bitte die Kamera so. Ach Gott, ich hasse das. So, hier drüben ist denn noch ein Schneiderlein. Ob er tapfer ist, weiß ich nicht. Aber ein Schneider. Und dann werden wir uns jetzt so langsam doch mal Richtung Hauptmission begeben. Weil wir haben ja mittlerweile auch die Aufgabe da hinten noch mit Bartolomeo. Der erwartet ja uns ja doch auch schon seit ein paar, ja doch, seit ein gutes Stündchen, was Paarzeit angeht. Das dürfte sogar, glaube ich, der vorletzte Stall gewesen sein, ne? Es waren nicht viele Ställe über. Oder? Okay, doch, es war noch ein paar Ställe über. Den habe ich nichts gesagt. So, da hinten ist noch ein Schmied. Den nehmen wir auch noch mit. Und den Tunnel, ganz wichtig. Weil ich die Tunnel eigentlich kaum nutze. Bin ich mal ehrlich. Ich nutze die Tunnel viel zu selten. Meistens renne ich irgendwo hin. Und das war's. Aber egal. So, Tunnel. Den haben wir hier im Umkreis wenigstens alles abgehakt, was es so abzuholen gibt. Hi Pferdchen. So, dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt zu Bartolomeo. Wobei, nee, ich habe noch ein bisschen Geld für das Aquädukt. Das kann ich auch noch machen. Und auch da, jetzt gerade in dem Moment, ich nutze nicht den Tunnel. Ich könnte zu Bartholomew mit dem Tunnel reisen, aber ich gehe dann lieber zu Fuß hin. Kostet mehr Zeit, gebe ich zu. Aber ich finde das irgendwie angenehmer. Das Versteck von Romulus in den Dio-Dingsbums ist jetzt verfügbar. Super. So, jetzt könnte ich auch hinten noch weitergehen und das Aquädukt auch nochmal reparieren. Man müsste lediglich das Aquädukt eigentlich noch folgen, ne? Und ich auch noch ratten. Wer bist du denn? Wer ist ihr denn? Kannst du das verkaufen? Das ist doch mein Ding, oder?
Ich habe nicht genug Geld. Oh Mann. Kann ich das kaufen? Ich hätte es kaufen können. Oh, ich habe nicht genug Geld. Okay, hier ist eine Kiste. Kann ich die Kiste nicht einfach sammeln? Ach, hier ist das Romulus-Grab. Wo in der Gegend? Hier ist die Kiste. Bitte sag, dass die Kiste hier niemand ist. Bitte sag, dass die Kiste hier drüben ist. Wo ist die Kiste? Ich kann da nicht schwimmen. Ah, nehmen wir die Kiste. Ich wollte sagen, ich kann nicht hier schwimmen gehen sollen. Das ist mir doch nicht so geil. Ich kann zumindest hier bleiben. Es ist schon mal kein. Kann ich auch mal reinschwimmen, langschwimmen, wegschwimmen? Ah, ja, gut, alles klar. Ich sehe, was mich hier erwarten würde. Und ich habe eigentlich keinen Bock, da reinzugehen. Erinnerung zur Zeit nicht verfügbar. Bitte später erneut probieren. What? Das ist eine Erinnerung für später? Ich dachte, ich bin jetzt hier. Okay. Ich bin jetzt hartnäckig verwirrt, aber volle Kajüte. Aber ich kann eigentlich rumrennen ohne Probleme. Habt ihr die Klinge schon für etwas anderes als Holz? Ich kann auch generell rumrennen, wie ich Bock habe. Mir fehlen jetzt sage und schreibe 9 Gold. Danke. Oh, 9 Florin. Mickrige 9 Florin haben mir gefehlt. 9! Aber dafür haben wir jetzt den Tempel. Boah, was auch immer das für ein Ding hier ist. Und hier oben war noch eine Botschaftsflagge irgendwo drin. Da. Kann man mal hier ganz kurz. Bitte mal. Danke sehr. So. Neues Wahrzeichen von Rom gekauft. Jetzt habe ich mein ganzes Geld verprasselt. Aber es war es allemal wert. Dann ruf doch die Wache. Die Wache wird nicht lange leben, wenn du sie rufst. So viel ist schon mal fest, ne? So, aber jetzt haben wir genug rumherum gearbeitet. Wobei, da liegt noch eine Kiste. Nein, jetzt nicht. Ich lasse mich zu leicht von Sachen ablenken. Merkt man vielleicht gar nicht, ne? So. Wer ist da? Ich grüße euch auch. Ezio! Ich hatte mein Weib erwartet. Irgendwie überrascht mich das nicht. Die verfluchten Franzosen setzen uns zu. Erzählt mir vom General, diesem Baron de Valois. Cesare überzeugte König Ludwig, ihm eine ganze Armee zu leihen, um mich zu besiegen. Das schmeichelt mir. Wo kann ich ihn finden? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich Valois am Kragen habe. Wir schlagen sie zurück. Sie scheinen näher zu kommen. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Schließt die Tore! Bene, vielleicht könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Naja, so viel dazu. Torwächter, die 3 Tore in die Kaserne herablassen, um zu verhindern, dass die französischen Truppen die Kaserne erobern. Keinen Schaden nehmen. Keinen Schaden nehmen. Na, das kann ich wohl sagen. Ja, ich hab Schaden genommen, schade. Aber egal. Ja, schön. Ich mag diese Keule. Die Keule ist genauso geil wie der Hammer in Teil 2. Ist ja gut, Bartolomeo, nun geh mich auf den Senkele. Ja, bin schon dabei.
Ich glaube, ich habe einen ausgesperrt. Der Baron de Valois gibt vom Feld aus Signale. Naja, gut. Bonjour, General Dalviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Warum kommt ihr nicht näher und fragt das? Ihr solltet Französisch lernen. Es könnte eure barbarische Natur verbergen. Dann bringt es mir doch bei. Und ich könnte euch das Kämpfen lehren, von dem ihr so wenig versteht. So unterhaltsam das Palaver auch sein mag, ich verlange eine bedingungslose Kapitulation vor Sonnenaufgang. Ha! Ah ja. Meine liebe Bianca, flüstert sie euch ins Ohr. Ich glaube, eine andere Braut würde widersprechen. Mio marito vi ammazzerà tutti. Ich töte dich, for tutto francese. Ganz ruhig um eures Weibes willen. Ihr kennt die Bedingungen. Komm beim Tagesanbruch unbewaffnet ins Lager. Und übt ganz schön Französisch. Bald wird es in ganz Italien gesprochen. Na warte, pezzo di merda, figlio di puttana! Naja, gut. Abbahn fährt für mich. Bartolomeo denkt, er kann wegreiten ohne meine Wenigkeit. Jetzt müssen wir also Franzosen umbringen. Na super. Wo reitet der hin? Okay, das ist schon mal nicht das Lager von den Franzosen. Schauen wir nur ein Zwischenlager. Oder. Keine Ahnung. Nebenlager. Du stiehlst deines Mannes Weib und versteckst dich in deiner Festung? Du hast nichts zwischen deinen Beinen. Nichts, nur ein tiefes Loch. So tief bis hinab ins Maledetto Inferno. Was hilft es ihr, wenn ihr sterbt? Wir formieren uns und greifen das Tor an, wie damals im Arsenale. Am Eingang sind mehr Franzosen als in den Straßen von Paris. Dann klettern wir über die Mauern. Die sind unüberwindbar. Penthesilea wüsste, was zu tun ist. Vielleicht ist das das Ende. Ich gehe im Morgengrauen und hoffe, dieser Feigling wird ihr Leben verschonen. Perché non ci ho pensato prima? Sag dich doch. Ruft eure Männer zur Kaserne. Ich erkläre es dort. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Folgt mir! Ja, okay. Ich weiß noch nicht, was Ezio von ihm wollte, aber ja. Gut. Synchronität hat natürlich nicht ganz geklappt, ne? Ich habe ein bisschen Schaden erlitten. Wobei das mit dem Pfeilhagel schon ziemlich solide war. Ich hätte es vielleicht besser spielen können. Das hätte ich vielleicht besser machen können, definitiv. Aber egal. Ich bin ja nicht hier, um eine 100% Synchronität zu erreichen im kompletten Spiel. Da, wo ich den kriege, kriege ich es hin. Und ich denke mal auch nicht, dass ich das offscreen irgendwie machen werde. Weil da sehe ich per se auch keinen Mehrwert drin. So. Nun, habt ihr einen Plan? Im Innern können eure Männer die Lagerwache überwältigen, korrekt? Ja, aber... Besonders dann, wenn die Patrouillen komplett überrascht werden. Ma certo! Dann müssen wir uns französische Rüstungen besorgen. Am Morgen gehen wir dann einfach rein. Ha! Ezio Auditore, ihr seid wahrlich ein Mann nach meinem Geschmack. Magnifico. Ich hole die Rüstungen. Meine Männer nehmen sie den Toten ab. Wir werden aus dem Norden kommen, um keinen Verdacht zu erregen. Und Ezio, ihr müsst sie kampflos überwältigen. Die Rüstungen müssen sauber sein. Oh gut, französischer Kuss. Zur Täuschung des Baron de Valais. 20 französische Soldaten in den römischen Ruinen eliminieren, damit Bartholomeos Männer ihre Rüstungen stehlen können. Und dabei nicht entdeckt werden. Und ich darf sie nicht töten.
Super. Wo genau sind die jetzt alle verteilt? Ja, gefühlt ein ganz Rom. Naja. Gut, wir fangen ein bisschen ganz oben im Norden an und arbeiten uns denn so schneckenförmig voran, würde ich sagen. Kann ich jetzt die Kiste mitnehmen? Wo ist die Kiste überhaupt? Die Kiste muss ja oben unten sein, demnach, ne? Ah, ja, wir kommen der Sache langsam näher. Ja. Gut, dann haben wir die jetzt auch mit eingesammelt. Ich hoffe, ich komme da wieder hoch. Ansonsten war das eine scheiß Idee, runterzuspringen. Ja, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Komm ich hinten irgendwo lang? Oh, ich sehe gerade noch eine zweite Kiste. Ja gut, dann nehmen wir die auch noch mit. Aber warum ist dafür keine Markierung auf der Karte? Und das ist garantiert kein zweiter Bereich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gott, was ist das für ein Loch hier mitten im Rom? Eieiei. Also wenn ich immer mal in Rom bin, muss ich gucken, ob es dieses Loch hier auch gibt. Wobei ich glaube nicht. Gibt es so eine Vergleichskarte mit Assassin's Creed Brotherhood Rom und das Originale? Ich glaube, ja gut, es wird vermutlich schon Ähnlichkeiten geben, aber hier ist ja jetzt alles noch voller Landschaft, Bäume und Feldwege, während es natürlich schon im originalen Rom Straßen und Fußwege und sonst Zeug alles gibt, ne? Also das ist mir schon weitestgehend bewusst. Ach, jetzt darf ich nicht mehr rein, oder was? Und ich darf natürlich nicht entdeckt werden, ich darf natürlich auch keinen töten. Ich muss die Dinger... Ah, halt, stopp, stopp. Nein. Ich sehe gerade, ich bin noch gar nicht mal andersweise in der Nähe von dem Ding, wo ich hin wollte. Oh nein. Ich bin noch nicht mal andersweise gesucht. Leck mich am Arsch, Jungs. Lass das bleiben. Ach komm, weißt du was? Jetzt habe ich Soldaten getötet und trotzdem dafür. Okay, ich verstehe es nicht. Also absolut nicht, nein. Aber ja, gut. Synchronität hat sich erledigt. Ich bin tot. Also nicht tot, aber ich bin entdeckt worden. Ey, ist das eigentlich so wichtig, wenn ich die jetzt alle töte und nicht töte? Ist doch scheißegal. Ich meine, kampflose Bewältigen ist eh nicht machbar. Wenn sie bluten, bluten sollt. Mein Gott. Was denn, kann man kurz nochmal waschen? So, wieder zwei mehr. Acht, neun, ja easy, ich brauche doch hier nicht die ganzen Ziele abklappern. Ich kann die töten, wenn ich will. Ja, hätte es auch anders machen können. Es müssen nur bloß normale kleine Wachen sein, aber ja keine Riesenkerle, aber ansonsten ist doch egal, was ich mache. Ich kann kleine Amputationen außer euch, ihr seid mir jetzt nur wichtig, sag ich mal. So ein Gebiet, wo ich rein kann. Nee, das Gebiet ist da hinten, okay. Also doch, dass es weitergeht, okay. Nee. Wo renn ich da hoch? Ja, dann nehme ich meinen Steckbrief hier noch mit.
Muss ja auch nicht überall entdeckt werden. Wobei mich das gerade wundert, warum die da mich jetzt so hart gedeckt haben, die Bienen. So, die nächste. Der nächste bitte. So. Der haut ab. Du bist auch tot. So, 19. Die Kiste nehme ich kurz mit. Ich lasse mich vorher looten. Dankeschön. Leider warst du keiner von den anderen. Schade. Gut, jetzt muss ich auch noch einen entdecken. Jetzt muss ich doch noch einen finden irgendwo. Naja, gut. Obwohl, wisst ihr was? So. Abgeschlossen. Doppelattentat auch beendet. Ja, siehst du mal. Kann ich mal bitte hier. Rabatt beim Anheuern von Soldaten freigeschaltet. Nehme ich mal so hin, würde ich sagen. Gut. Dann zurück zu Bartolomeo. Ich überlege gerade, ob ich die nächste Mission noch starten kann. Oder? Obwohl ja, wir haben noch 8 Minuten. Wenn die Folge auch ein bisschen länger wird, mein Gott. So kann ich wenigstens behaupten, ich mache Progress. Und nächste Folge wäre ich dann mal wieder die Assassinen losschicken, ne? Dass wir baldig die wenigstens Hauptassassinen, die 3 auf Stufe 10 haben. Wie viel Medizin habe ich eigentlich noch? Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebracht. Naja, Blei und Granatapfel, schöner für. Ich hätte gar keine mehr. Dann gibt mal alles hier. Dankeschön. Da noch was haben wir nicht. Okay, alles klar. Gut. Das war's. Kommt jederzeit wieder. Jo, Marek, wenn ich wieder Bedarf habe. Da fällt mir ein, ich müsste mal gucken, ob ich mittlerweile die ganzen Gegenstände für die Geschäftsaufträge habe. Ich müsste vielleicht irgendwann mal demnächst zurück zu meinem Assassinenturm. Zumindest in die, auf die Insel, ne? Wäre vielleicht nicht ganz so verkehrt. Abreißen hier. So. Und hier ist wieder eine Leonardo-Maschine. Oh nein. Na, Bartolomeo ist aber auch vorbereitet auf jeden Fall. Naja. Bringt mir eine dieser albernen Rüstungen. Ihr werdet keine tragen. Was? Das gehört zu meinem Plan. Ihr habt euch ergeben und wir bringen euch zum Baron. Ah ja. Und dann? Eure Männer greifen auf mein Zeichen an. Bene, zieht euer Kostüm an. Ihr Morgenkraut. Geht in Formation! Trojanisches Pferd. Vor Sonnenaufgang mit den verkleideten Söldnern die Festung am Castra Praetoria erreichen. Alle französischen Truppen an den Posten auf dem Weg eliminieren, bevor sie Alarm auslösen. Kein Quadrat der Gesundheitsanzeige verlieren. Und ich muss alles töten? Was zum Teufel ist das denn? Gehen die jetzt mir hinterher oder gehe ich jetzt denen hinterher? Okay, ich stehe mal neben. Bartolomeo. Er rennt jetzt schon den ganzen Weg mit gefesselten Händen hin. Das ist kurios. Na gut.
schon mal vor, wir sind eine Schulklasse. Herr Bartolomeo, ich muss auf Toilette. Ich bin eine Schulklasse, heilige Maria. Mein Folgen, ich bin einfach hier nebenbei der Soldatenonkel. Blöde Snäger. Wir müssen dem Weg der Patrouille folgen. Wenn wir abweichen, wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron glaubt, Cesare lässt die Franzosen über Italien herrschen. Geblendet von dem bisschen königlichen Blut in seinen Adern, sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was immer der Franzose glaubt, Cesare will selbst König sein. Gut, die Gesundheitsanzeige haben wir damit schon verloren. Nee, nicht dich. Den Enden. Auch nicht dich. Mann, ich will den anziehen. Der ist doch alles hier. Weitere Truppen vor uns. Was ist los? Warum bin ich jetzt so... Warum bin ich jetzt desynchronisiert? Wir können doch keine Wachen... Gut. Ich verstehe. Der Plan ist brillant, aber ich mag solcherlei Kniffe nicht. Ich glaube an saubere Kämpfe, in denen der Beste gewinnt. Cesare und der Baron bevorzugen einen anderen Stil. Es wird der Tag kommen, da Männer sich nicht länger knechten. Und an diesem Tage sehen wir, wozu die Menschheit wirklich in der Lage ist. Das kommt mir bekannt vor. Das hat euer Vater einst geschrieben. Na. Darum kümmere ich mich. Ich habe schon weit bessere Männer ja. Was soll ich denn machen? Ich kann doch bloß einen töten. Das ist so eine Mission, die ich nicht verstehe. Ich kann bloß das machen, was ich machen kann, und auch das ist falsch. Also, nee. Euer Plan ist brillant, aber ich mag solche. Ja, ich renn mal vor, ja. Ich glaube an saubere Kämpfe, in denen der Beste gewinnt. Cesare und der Baron bevorzugen einen anderen Stil. Es wird der Tag kommen, wenn Männer sich nicht länger knechten. Was ist denn jetzt schon wieder los? Och. Was haben denn die anderen Wachen damit zu tun? Das ist doch... Warum muss das Spiel mich jeden zweiten Part abfacken? Ja, ja, Bartolomeo, halt die Klappe. Ich kann die auch nicht töten. Weil wenn ich die töte, merkt der andere das. Das kommt mir bekannt vor. Das hat euer Vater einst. Ja, danke, Papa. Da. Darum kümmere ich mich. So. Ich würde ihn gern dorthin. Wozu bin ich jetzt synchronisiert? Das ist... Ich renne doch nur normal meinen Weg lang. Warum werde ich deswegen jetzt entdeckt? Oder warum generell desynchronisiert? Das ist doch alles hier nicht... Ach. Alter, mit dem Turnier ist eine richtige Tortur, Alter. Ekelhaft. Könnt ihr den töten? Danke. Danke, meine Freunde. Der letzte war nämlich.
Da. Dürfen wir jetzt bitte den Franzosen einmal an die... Bevor sie angreifen. Hier ist doch keiner mehr. Hier ist das Franzosenlager. Ah, der Let's Go. Obwohl, nee, wisst ihr was? Ich bin jetzt kacken dreist. Und wir machen das in der nächsten Folge. Weil ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, was noch passieren wird. Ich sage einfach danke fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.